Du, ich, dieses Video, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber wenn du es geguckt hast, dann schau doch mal bei Meinungsmache vorbei. Da gibt es jeden Tag neue Informationen aus den Nachrichten und aller Welt mit politischen Themen. Oder vielleicht beim zweitklassigen Reaktionskanal. Denn wir haben so viele Reaktionen, dass die halt nicht auf den Hauptkanal passen. Also guck da gerne vorbei. Und jetzt weiter mit dem Video. Cut! Mich interessiert erstmal Andreas Schmidts Video, wie Identitätsdiebstahl, Lügen und Betrug mich zerstören. Also wir haben auch schon eins, zwei, glaube ich, Andreas Schmidts Videos gesehen, besonders wenn es um Photovoltaik geht. Da ist er mehr oder weniger ein Experte bei der ganzen Geschichte. Und deswegen gucken wir mal, also das ist jetzt ein sehr krasser Titel hier. Deswegen gucken wir mal rein, was da los ist. Moin Leute, als Influencer erlebt man teilweise Dinge, die kann man sich einfach echt nicht mehr ausdenken. Vor circa 3 Jahren habe ich diesen YouTube-Kanal hier mal ernsthaft gestartet, also wirklich Videos geliefert. Und so lief es seitdem. Ja, 40 Millionen Aufrufe und über 300.000 Abonnenten und sowas hätte ich mir damals niemals... Krass, 40 Millionen Aufrufe sind insane. ...als vorstellen können, also nicht im Entferntesten. Und ein Forum haben wir aufgemacht mit über 28.000 Mitgliedern mittlerweile. Und auch politisch konnte ich gemeinsam mit meinen Mitstreitern der AG Balkonkraftwerk auch einiges erreichen. Also wirklich sehr stabil. Sehr, sehr stabil. Alles geil, alles super erfolgreich. Naja, neben diesen schildernden Zahlen und Erfolgen existieren leider auch noch sowas wie die Realität. Und im Background ist leider nicht alles so geil, wie es nach außen denn vielleicht aussieht. Denn aktuell erlebe ich mehrfachen Identitätsdiebstahl, teilweise um in meinem Namen und mit großer Reichweite Werbung für Bitcoin und Parteien wie die AfD zu machen. What? Natürlich, ohne dass ich jemals von irgendwem gefragt wurde oder von diesem ganzen Mist irgendwas erfahren habe. Und zudem werden mit mir und mit meinen Videos ohne meine Zustimmung Werbung für Powerstations auf Amazon gemacht. Ja, und ich als Werbemiskottchen quasi, ja, echt missbraucht. Unser Forum wird im Moment auch noch permanent von Bot-Attacken heimgesucht. Und mir wird tatsächlich sehr, sehr häufig auch von irgendwelchen Leuten mit dem Rechtsanwalt gedroht. Das sind alles sehr unschöne Seiten, die so ein ganz... What the f***? Dieser ganze Kram auch mit sich bringt. Und mir ist es halt total wichtig, transparent zu sein. Und ich finde, sowas gehört halt auch dazu. Deswegen heute vielleicht ein etwas düsterer Blick hinter die Kulissen eines großen YouTube-Kanals. Okay. Als... Ja, es gab und gibt mehrere Vorfälle, bei denen mir meine Identität gestohlen wurde. Was bedeutet das und was bedeutet das auch für mich persönlich? Das erste Beispiel ist eigentlich noch eher witzig. Die harten Sachen bringe ich gleich, ja. Ein YouTube-Account mit meinem Bild und mit meinem Namen, Andreas Schmidts, unterstrich, 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 ne, okay, aber der empfiehlt, Julia, wer auch immer das sein soll, zu sagen, dass ich etwas Gewinnbringendes habe und darunter ist eine Telefonnummer angegeben. So, und das ist jetzt, sag ich mal, noch ein relativ harmloses Beispiel und ein durchschaubares Beispiel. Teilweise machen die Bots es aber auch ein bisschen besser und dann ist es nicht ganz so einfach zu erkennen. Und ja, es ist kein Witz, es fallen Leute auch auf diese miese Masche rein. Ja, das gibt's auch bei mir. Das gibt's auf Discord, das gibt's auf YouTube, da kann man nichts gegen machen. Es gibt selten, ganz, 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 ganz selten Leute, die dann... sagen, ja, hier, aber ich wurde von ihm angeschrieben oder so, oder ich habe irgendwie Kontakte bekommen. Also, wer glaubt, der kriegt von mir irgendwas für umsonst, Digga, dem kann ich auch nicht helfen. Teilweise werde ich dann angeschrieben und Gott sei Dank gefragt, ob ich das wirklich bin, ja oder nein. Natürlich antworte ich dann in dem Fall und kläre dann auch auf. Aber einfach der Gedanke, dass hier potenziell Leute abgezockt werden und im Worst Case denken, ich war das, ja, da läuft es mir schon ein bisschen eiskalt den Rücken runter. Er hat aber gesagt, dass das nur bei großen YouTube-Kanälen passiert. Ich verfühle den Front natürlich. Du versuchst einen wunden Punkt zu treffen, aber in der Realität ist das... In der Realität muss ich dir Folgendes sagen, und das wird jetzt ziemlich hart für Leute da draußen. Mit meinem trashigen Reaktionscontent bin ich so erfolgreich, dass ich mittlerweile von YouTube meinen eigenen Partnermanager bekommen habe. Die haben irgendwie so eine Metrik, das ist total dumm. Die haben so eine Metrik der am besten wachsenden und konstant krassen YouTube-Kanäle. Und da bin ich drauf. Und darum habe ich jetzt einen Partnermanager. Und der hat mir auch schon ziemlich krass geholfen, tatsächlich. Aber sagen wir mal, das ist noch ein relativ. Was bringt das genau? Naja, ich habe jemanden, ich muss keine Support-E-Mail schreiben, sondern ich schreibe einfach meinem Partnermanager, der kümmert sich um alles. Um alles. Wenn ich irgendwas mit YouTube habe, kann ich dem schreiben und der macht alles. Entspanntes Beispiel. So, und jetzt in meinen Augen das etwas krassere Beispiel und das läuft auf Telegram ab. So, hier gibt es diesen wunderbaren Account mit immerhin 24.000 Abonnenten. Das ist schon eine große Nummer, finde ich. So, und das ist mit... What?
meinem Namen, mit meinem Bild und so weiter. Und ihr seht, womit die hier Werbung machen. Mit irgendwelchen dubiosen Bitcoin-Plattformen, wo vermutlich nicht mal klar ist, ob man sein Geld da am Ende nicht irgendwie komplett verliert oder weiß ich nicht. Ja, also es sieht mir wirklich super dubios aus. Hey, aber auch sowas hier, ja, das ist eigentlich ziemlich klare politische Stimmungsmache. Und ich denke, man sieht schon, in welche Richtung das hier geht. Aber wir haben es noch ein bisschen klarer. Und hier sieht man es jetzt sehr, sehr, sehr klar. Es geht um die AfD. Ob diese Partei oder irgendein Mitglied hier irgendwie involviert ist und das auf meinem Rücken alles macht und mit meiner Stimme hier politische Werbung. Brandner ist allen Gesprächsteilnehmern inklusive der Moderatorin intellektuell und rhetorisch haushoch überlegen? Reden wir vom selben Brandner? Also das kannst du auch wirklich nur glauben, wenn du nur Russisch sprichst. Und du denkst, boah, das ist auch mal ein sympathisches Bildblatt. Und dass da 23.400 Subscriber drin sind, ist auch meiner Ansicht nach, das sind keine echten Leute. Da sind nur so viele Leute drin, damit echte Leute, die da reinkommen, den Eindruck haben, dass das eine echte Gruppe ist. Also das ist voll mit Bots gequetscht, voll davon. Aber es wird den einen oder anderen geben, der denkt, boah, ich bin hier in so einer privaten Telegram-Gruppe von meinem Lieblings-Solardoktor, Digga. Boah. Das ist wirklich, Werbung macht für diese Partei, weiß ich natürlich nicht. Aber ich muss zugeben, gewisser Verdacht besteht hier natürlich schon. Und ich werde dem auch auf jeden Fall nachgehen. Denn ich habe wirklich null Bock darauf, dass hier irgendwer in meinem... Ja, also, nur um das zu zeigen, guck mal auf die Views. Also ich glaube, ich verstehe, wenn der Andreas sagt, ich will das nicht, ich will das wegmachen. Aber das, also, viel Erfolg bei Telegram, was wegzumachen, ne? Im Namen politische Stimmungsmache durchzieht und schon gar nicht für solche hasserfüllten Botschaften. Um es nochmal klar zu machen, ja, sowas würde ich niemals unter keinen Umständen posten und es ist schrecklich für mich, dass mein Name und all das, was ich hier aufgebaut habe, für sowas missbraucht wird. Ich weiß, wie tief muss man sinken, um sowas zu machen? Okay, ich denke aber die meisten... Man muss vor allen Dingen einen guten Übersetzer haben aus dem Russisch und Deutsch, Deutsch-Russisch. Von euch wissen, dass ich sowas niemals machen würde. Und ganz ehrlich, spätestens hier, wo die Bild-Zeitung als Quelle zitiert wird, und zwar in einem nicht satirischen Kontext, da sollte 7 Aufrufe. Vielleicht relativ klar werden, das bin ich nicht. Das würde ich nicht machen. So, und jetzt kommt die nächste krasse Story, in der ich eigentlich quasi abgezockt wurde. Und bevor wir starten, nochmal ganz kurz in eigener Sache. Sehr bald kommt eine Folge zu den sehr peinlichen Streitereien zwischen dem öffentlich-rechtlichen Kanal Steuerung F und Rezo und wie beide Seiten sich über alles Mögliche sprechen, ja, und an den Kopf werfen und gefühlt 100 Influencer ungefragt ihren Senf dazu abgegeben haben und aber es wirklich niemand geschafft hat, auch mal über irgendwelche wissenschaftlichen Fakten zu sprechen, die für euch eigentlich viel, viel wichtiger gewesen wären. Bei Steuerung F und Rezo gab es wissenschaftliche Fakten, die relevant waren? der Stromverbrauch von der Vitamin-D-Tablette, oder? Ich bin ein bisschen überfragt. Ich versuche hervorzuwinken wegen der Aufteilung von Sucralose, aber da wissen wir doch eigentlich alles. Ich weiß, worum ging es denn da? Da muss ich mich geschlagen geben. Ich wüsste nicht, welchen Bereich das ist. Deswegen werden wir hier nachliefern. Ich sag's jetzt schon, das wird eine sehr fiese Folge. Die wird sehr, sehr witzig. Also Abo nicht vergessen, um das nicht zu verpassen. Das wird sich lohnen. Okay, zurück zur Werbung ohne mein Einverständnis. Jetzt zieht euch das hier rein. Das ist eine Aukitel Powerstation für entspannte 1.300 Euro. Oh, ist laut. Das Teil hatte ich vor einigen Monaten auf meinem Kanal im Test und ich fand das Teil auch sogar okay. Naja, bis auf die Kleinigkeit, dass mir damals von Aukitel Geld angeboten wurde, wenn ich das folgende sage. Und jetzt hier mal ein Ausschnitt aus dem Video von damals. Es ist besser als die Bluetti AC200P Power Station, hauptsächlich in ultra große Kapazität, 2000 Wattstunden, 3500 mal recycelt. Ja, 3500 mal recycelt, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Ich vermute, die meinen... Oh mein Gott, die haben das einfach gecuttet. Damit die Zyklenfestigkeit. Ist jetzt alles nicht mega dramatisch, finde ich, aber ich fand es ganz witzig. Ich denke, ihr könnt da sicherlich auch ein bisschen drüber schmunzeln. Und es war gar kein Thema, dass ich das ablehne. Also so gesehen, alles entspannt und super netter Kontakt. Selbstverständlich habe ich das nicht gemacht. Ich habe für den Test auch kein Geld angenommen, nichts unterschrieben und gar nichts. Und sie haben es trotzdem genommen, oder?
denke, man kann da durchaus sagen, der Test war unabhängig. So, wo ist jetzt mein Riesenproblem? So, jetzt schaut euch das hier mal an, ja? Da sind diese zwei Hände auf Amazon, also da, wo die Powerstation verkauft wurde. Und da dachte ich mir, das sind meine Hände! Die kenne ich doch. Hey, das bin ja ich. Wurde ich gefragt, benachrichtigt oder irgendwas? Nö, natürlich nicht, ne? Und abgesehen von circa 40 E-Mails, das ist kein Witz, von der Firma an mich, ob ich dieses oder jenes Produkt noch testen kann. Haben die das einfach auf Amazon gepackt? What the f***? Werbung machen kann und so weiter, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich wurde aber nie gefragt oder informiert, dass hier sowas passiert. Und ein Zuschauer hat mich darauf aufmerksam gemacht, denn ansonsten wäre mir das nie aufgefallen. Also hier nochmal vielen Dank, Matthias, dass du mir da Bescheid gesagt hast. So, und jetzt kann man sich die Frage stellen, regst du dich nicht ein bisschen übertrieben auf? Ich meine, ist ja nicht so schlimm, die nehmen halt ein Video, du hast ja den Test auch gemacht. Ist das überhaupt so dramatisch? Und ich finde ja, absolut. Denn ich lehne auf meinem Kanal jegliche Produktplatzierung für Geld, für Tests und so weiter ab. Und das mit der Begründung, weil ich halt maximale Unabhängigkeit möchte, denn natürlich ist das sehr problematisch, wenn man Geld von solchen Firmen annimmt und dann die Produkte testet daraufhin. Ja? Das ist natürlich nicht unabhängig. Also ich denke, da brauchen wir nicht groß drüber zu reden. Und es sind große Beträge, um die es da geht. Ja? In der Regel werden hier so mittlere bis hohe vierstellige Summen für einen Werbeclip in einem Video angeboten. Boah, das ist auch noch relativ günstig. Für ein komplettes Video über so ein Produkt, da reden wir über ganz andere Summen. Ja? Mm. Ja, Spesen und so weiter natürlich noch obendrauf. Und der Verzicht auf diese Einnahmequelle, den ich ja hier betreibe, der stellt mich natürlich oft für krasse Schwierigkeiten. Mein Kanal und das ganze Team und alles, was dahinter steckt, die ganzen laufenden Kosten, das Forum, die Software, alles, was wir hier auch entwickeln. Wir haben ja viel kostenlose Software auch entwickelt, die ihr nutzen könnt. Das alles hängt irgendwie da dran und muss finanziert werden. So, und die YouTube-Werbung, die ich hier schalte, reicht tatsächlich nicht aus, um das alles zu stemmen. Ja, es sind halt einfach große Summen, die da auflaufen. Das ist halt leider so. Und ohne euren finanziellen Support ist der Kanal eigentlich tot. Also er kann das nicht überleben dann. Okay. Das ist wirklich, hängt total an euch eigentlich. Und deswegen hier nochmal ein Danke an euch. Am Ende bestimmt ihr quasi damit, ob wir überhaupt weitermachen sollen oder nicht. Und das finde ich eigentlich auch okay. Also was weiß ich, wenn ihr uns nicht mehr braucht, dann ist es halt so und dann soll es halt auch so sein. So, das Problem ist jetzt aber, was ich damit habe, ist, dass durch so eine Amazon-Werbung, wie sie hier passiert ist, wirkt es nach außen hin, als würde ich doch Geld für sowas annehmen. Und das ist für mich und meinen Kanal eine absolute Katastrophe und zerstört einfach Vertrauen. Denn wenn irgendetwas einen Wert für mich hat, ja, und ich meine so einen ideellen Wert, dann ist es das Vertrauen, was ich mir hier euch gegenüber erarbeitet habe und das war schon eine harte Arbeit. Und sowas hier gefährdet das und zwar ohne, dass ich jemals mein Einverständnis gegeben habe, geschweige denn Geld dafür bekommen habe oder sonst was. Und das ist... Nee, das ist ja nicht nur die Hände, das scheint ja auch das ganze Video zu sein, oder? Also es sieht jetzt so aus, als wäre es das ganze Video, man kann es jetzt abspielen. Ja, das jetzt nicht gemacht, aber ich gehe davon aus, dass das wohl sein gesamtes Video ist oder der Abschnitt, in dem er das testet. Das ist echt scheiße. Ja, bei diesen ganzen Klauereien und so gibt es tatsächlich auch mal einen Erfolg im Kampf gegen meine extern induzierte, unfreiwillige Identitätskrise. Und zwar hat mir jemand auf TikTok einfach mal meine Videos und auch ein paar meines YouTube-Kollegen der Fachwerker genommen und sich damit einen eigenen TikTok-Kanal namens AkkuDoktor.tv aufgebaut. Also einfach den Kanal kopiert quasi, ja. Okay, war auch relativ erfolgreich damit, hat mich gefreut, aber irgendwie richtig cool fand ich es natürlich nicht. Daraufhin legte ich bei TikTok Beschwerde ein, also ich musste dann wirklich alles Mögliche angeben, dass ich wirklich dann der Besitzer bin und so weiter. Finde ich aber okay, müssen die ja auch wissen. Und man mag es nicht glauben, aber es kam tatsächlich dieser Text irgendwann. Nach circa 26 Tagen wurde der Account wirklich gelöscht und ja, das hat mich so richtig satisfied, das kann ich mal sagen. Ja, aktuell sind wir in unserem Forum von einem sehr starken Bot-Angriff betroffen. Was bedeutet das? Naja, zigtausend Registrierungen trotz der ganzen Spam-Maßnahmen, die wir haben. Also wir haben da wirklich schon einiges aufgefahren an Spam-Maßnahmen. Und damit natürlich wahnsinnig viel Arbeit und auch Kosten verbunden. Denn so ein professioneller Spam-Filter, den wir hier jetzt auch nutzen müssen, den man kommerziell und in diesem Maßstab, den wir jetzt hier haben, nutzen können, der kostet natürlich auch Geld. Das sind alles so Sachen, die wissen die Leute oft gar nicht. So, natürlich ist aber der Faktor Zeit und die Nerven als Allerschlimmste natürlich. Und ohne das Forenteam, welches das zum Großteil auch ehrenamtlich macht, wäre das eigentlich alles überhaupt nicht machbar und lösbar für mich. Also hier ein kleiner Applaus von mir für euch.
Okay, neben dieser Attacke gibt es aber noch eine andere Attacke, die mir eigentlich fast noch viel mehr auf den Senkel geht. Und das ist der Satz, dann werde ich rechtliche Schritte einleiten, ja? Also bis jetzt, abgesehen von diesem speziellen Werbungsphänomen auf Amazon, ist das hier vollkommen normal. Also vollkommen normal für die Größe des Kanals, die er besitzt. Es mag jetzt den einen oder anderen vielleicht überraschen, der das nicht so sieht, aber zum jetzigen Zeitpunkt alles vollkommen normal. Ich würde ist normal. Ja, tatsächlich ist das hauptsächlich im Forum. Und wisst ihr, warum und von wem? Ja, wir hatten eine Kategorie im Forum mit dem Namen Händlererfahrungen. So, und hier konnte jeder der Mitglieder, die im Forum einfach da war. Macht das nebenberuflich? Nee, der macht das hauptberuflich mittlerweile, oder? Andreas hat doch sich vor einigen Monaten dazu entschlossen, das ist jetzt sein Ding, oder? Da war nicht irgendwas anderes dabei. Also irgendwelche Leute, die irgendwo mal bei einem Händler was gekauft haben, ihre Erfahrungen mit diversen Händlern im PV- und Akkusektor posten und sich darüber austauschen. Eigentlich eine sehr wertvolle Geschichte und es hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Nebenberuflich? Ich dachte, okay, dann weiß ich einfach nicht, was er hauptberuflich macht. In den meisten Fällen. Selbstverständlich gibt es nämlich in dem Bereich auch sehr viele betrügerische oder auch einfach unzuverlässige Shops mit miesem Service. So, und die übliche Vorgehensweise der Shops war dann, anstatt irgendwie auf die Kritik der Leute zu reagieren und versuchen mal irgendwas besser zu machen, mir mit dem Anwalt zu drohen. Also wo ich mir echt denke, boah, was kann ich denn dafür? Klar, aber nein, du bist der Betreiber des Forums und damit bist du dann für die verantwortlich, ja, und das kam halt immer häufiger vor. Und das Problem ist, ich muss mir das dann einsehen, ja, ich muss, ne, ich habe wirklich keine Wahl. Und das sind oft super lange Threads mit super komplizierten Verläufen halt. Meistens konnte ich auch nicht nachvollziehen oder eindeutig beweisen, dass die Vorwürfe der Thread-Ersteller berechtigt waren oder auch nicht. Gab es ja starke Hinweise darauf, die mir auch plausibel erschienen, sodass ich glaube, in den meisten Fällen war das gerechtfertigt. Warte mal. Was wurde jetzt gemacht? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Andere Attacke, die mir eigentlich fast noch viel mehr auf den Senkel geht. Und das ist der Satz, dann werde ich rechtliche Schritte einleiten. Ja, tatsächlich ist das hauptsächlich im Forum. Und wisst ihr, warum und von wem? Ja, wir hatten eine Kategorie im Forum mit dem Namen Händlererfahrungen. So, und hier konnte jeder der Mitglieder, die im Forum einfach... Ach, er musste sie löschen, lol. Da waren, also irgendwelche Leute, die irgendwo mal bei einem Händler was gekauft haben, ihre Erfahrungen mit diversen Händlern im PV- und Akkusektor posten und sich darüber austauschen. Eigentlich eine sehr wertvolle Geschichte und es hat eigentlich auch ganz gut funktioniert in den meisten Fällen. Oh, und er wurde dafür haftbar gemacht, dass Nutzerrezensionen auf der Seite geteilt wurden? Lol, was? Selbstverständlich gibt es nämlich in dem Bereich auch sehr viele betrügerische oder auch einfach unzuverlässige Shops mit miesem Service. So, und die übliche Vorgehensweise der Shops war dann, anstatt irgendwie auf die Kritik der Leute zu reagieren und versuchen mal irgendwas besser zu machen. Oh, das ist ja lame, Alter. Oh, das ist ja lame. Mir mit dem Anwalt zu drohen, also wo ich mir echt denke, boah, was kann ich denn dafür, klar. Aber nein, du bist der Betreiber des Forums und damit bist du dann für die verantwortlich. Ja, da muss man Schritte ein. Also das ist natürlich Hosting in Germany, ne? Hosting in Germany, Bruder. Ja, und das kam halt immer häufiger vor. Und das Problem ist, ich muss mir das dann einsehen. Ja, ich muss, ne? Ich habe wirklich keine Wahl. Und das sind oft super lange Threads mit super komplizierten Verläufen halt. Meistens konnte ich auch nicht nachvollziehen oder eindeutig beweisen, dass die Vorwürfe der Thread-Ersteller berechtigt waren oder auch nicht. Gab es ja starke Hinweise darauf, die mir auch plausibel erschienen, sodass ich glaube, in den meisten Fällen war das gerechtfertigt. Es gab aber auch, und das muss man auch dazu sagen, natürlich Übertretungen der Thread-Ersteller, also der User des Forums. Also ungerechtfertigte Beschuldigungen. Und oder in einem Fall gab es sogar mal Identitätsdiebstahl eines Shopbetreibers. Das heißt, jemand hat sich unter falschem Namen einen Shop aufgemacht, also wirklich unter einem Namen, der überhaupt nichts damit zu tun hat, und irgendwelche Betrügereien begangen und dann wurde der arme Mensch, dessen Name da missbraucht wurde, hat dann Ärger gekriegt, ne? Und so eine Scheiße ist da abgegangen, ja? Also total irre. Und damit musst du dich beschäftigen. Was soll man hier tun? Also ihr merkt, wie kompliziert das Thema ist. Ich betreibe halt den Kanal und auch das Forum, alles neben meiner eigentlichen Arbeit als Wissenschaftler. Okay, damit haben wir die Frage geklärt, was er hauptberuflich macht. Ich bin einfach nicht informiert genug. Mich noch um sowas zu kümmern, das geht nicht, das kann ich nicht. Und selbst wenn ich es hauptberuflich betreiben würde, wäre also der dieser rechtliche mit dem Forum echt kaum noch machbar. Und ich kann das auch nicht von den Forenteam verlangen, denn die machen das alle ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Und das ist, glaube ich, einfach nicht fair, das jetzt auch noch von denen abzuverlangen, sodass wir dann echt schweren Herzens diese Kategorie schließen mussten, krass, was ich schade fand. Also ich hätte einfach im Ausland gehostet tatsächlich, irgendwo in Usbekistan, irgendwo im
wirklich auf einer haitischen Insel oder so ein Scheiß. Irgendwo aufgemacht, wo das mit diesen Rahmenbedingungen ein bisschen verzerrter ist, weil da musste. Also es ist wirklich, ich sag's wie es ist, da kannst du, da würdest nicht mal in der EU hosten, Digga. Nicht mal in der EU hosten. Mach's in Simbabwe auf. Irgendwo in Südafrika. Wirklich. Also, da gibt es genug Möglichkeiten, Gott sei Dank. Großen und Ganzen waren das sehr, sehr wertvolle Tipps oder halt auch einfach Warnungen vor sehr schlechten Shops. Und ja, das ist schade, dass das nicht möglich ist. Also wirklich, wirklich schade. Erinnert an seiner Situation nichts? Es erinnert deutlich was, nämlich Haftbarkeit. Aber das ist, mein Gott, das sollen euch eure eigenen Anwälte erklären. Einfach eigene Anwälte. Die Kosten ändern das nicht, aber Haftbarkeit ändert das auf jeden Fall. Ja, das war heute mal eine etwas andere Folge, aber ich finde sowas auch wichtig, dass man halt so ein bisschen... Da musste man sich rechtlich einfach beraten lassen. ...im Background kriegt, was geht eigentlich so da ab, was passiert da alles, ne? Was sind so auch die Probleme von so einem Kanal? Ich glaube, das kriegt man oft gar nicht so mit und es tut auch manchmal gut, sich das so ein bisschen von der Seele zu reden. Also verzeiht mir bitte halt heute mal dieses Off-Topic-Video. Ich hoffe aber, es war trotzdem unterhaltsam für euch und sag dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen. Auf jeden Fall sehr informativ. Sehen und dann natürlich wieder mit Wissenschaft. Also, ciao. Also wenn ihr Informationen zu Solar wollt, dann seid ihr bei ihm hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ich verteile mal das Video, auch wenn es jetzt thematisch anders war. Ich habe da wirklich nur sehr faszinierende Themen gesehen. Als Schluss dazu, als Fazit dazu, alles, was er gesagt hat, betrifft jeden Influencer oder jeden größeren YouTube-Kanal, jeden Streamer, alle. Besonders Leute, die den Fehler gemacht haben, zu sehr mit Informationen zu ihrer Person im Internet hausieren zu gehen, um Sachen einfacher zustellbar zu machen. Wenn ihr wüsstet, in welcher Frequenz mir gedroht wird, aber ich kann euch sagen, da gibt's, manchmal kann man sich den Spaß erlauben, mit dem Anwalt einfach einen Mittelfinger zu zeigen, aber im Großen und Ganzen, ja, mach mal eine Anzeige gegen Stay. Ja, wen wollen Sie anzeigen? Alter, wenn ihr, also wirklich, da kann man den Umfang der Drohung, also den Umfang kann man nicht, also wirklich, ne? Also da wurde schon versucht, mit Justizbereichen Druck auszuüben, von denen ihr euch nicht vorstellen könnt. Und ich die ganze Zeit. Oh, ist das wundervoll. Tatsächlich oft wegen Beleidigung. Das kann ich sagen, wegen Beleidigung oft. Da hat man mir auch immer wieder nahegelegt, das endlich zu lassen. Und dann habe ich den Söhnen gesagt, dass sie sich gehen können. Gut, das hat jetzt richtig gut geklappt an dieser Stelle.